Der Frühling ist da und mit ihm auch die Unternehmungslust. Wir sehnen uns danach, aktiv zu sein, um was zu erleben. Auch den Kids der in Stuttgart lebenden Flüchtlinge geht es so. Allerdings fehlt ihnen an manchen Stellen einfach die Möglichkeit, selbst mehr zu machen, als auf den Bolzplatz zu gehen oder sich auf der Straße rumzutreiben. Geld ist knapp, vieles kostet Eintritt, Mobilität ist teuer und für manches braucht man spezielle Ausrüstung. Doch wie schon die Beatles sagen, you get by with a little help from your friends. Ich treffe Thomas von der Flüchtlingshilfe der Caritas, um ihn zu fragen, was man denn machen könnte, um den Kids ein wenig die Freizeit zu versüßen. Ihr betreut ja eine Vielzahl an Flüchtlingen hier in Stuttgart. Ich habe gehört, dass es dabei auch ein Freizeitprogramm für Kinder gibt, das sich ehrenamtlich trägt. Ja, wir haben hier sehr viele junge, erwachsene, Jugendliche, die sich ehrenamtlich engagieren. Es gibt ein junges Mädel, das hat hier ein Schulpraktikum gemacht und hat jetzt auch selber beschlossen, sie möchte hier noch ein bisschen Kinderbetreuung machen, kommt einmal die Woche vorbei. Dann haben wir ja Studenten, die Psychologie studieren, auch so eine kleine Therapiegruppe hier machen. Jungen Mann, der freitags mit den Jugendlichen Fußball spielen geht, also sehr vielseitig. Und wie läuft die Organisation ab, wenn ich einen Ausflug mit den Kids machen will? Wichtig wäre uns, dass wir uns da im Vorfeld immer absprechen. Wir laden auch die Ehrenamtlichen gerne zu uns ein, dann können wir uns zusammensetzen, gemeinsam überlegen, was für einen Bedarf wir hier haben, was sich auch die Ehrenamtlichen vorstellen, wie sie sich einbringen können. Dann überlegen wir, wie die Aktion ablaufen könnte. Wichtig ist natürlich, dass wir dann einen geeigneten Termin finden. In den Ferien ist es natürlich unproblematischer. Also wichtig ist schon die gemeinsame Mobilisierung, ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt. Die Information, genau, dass die Kinder eben und Jugendliche wissen von dem Angebot. Gibt es denn dann auch finanzielle Unterstützung? Aktionen wie das Klettern in der Kletterhalle oder den Schwimmbadeintritt können wir gerne als Caritas übernehmen. Also wir sagen immer, am Geld soll das Freizeitangebot nicht scheitern. Und was sagen denn die Eltern zu so einem Angebot, wenn da einfach ein Fremder kommt und ihre Kinder entführt? Der Vorteil hier ist ja, dass wir mit den Eltern größtenteils in der Sozialberatung hier Kontakt haben, dass die Eltern uns ganz gut kennen. Und wenn die Eltern dann auch die Ehrenamtlichen kennen, dann ist das total unkompliziert. Und natürlich freuen sich die Eltern auch, dass sie mal Ruhe und Zeit für sich haben. Gerade in dem Wohnheim hier, in der eine Familie ein Zimmer teilen muss, in der wenig Privatsphäre gegeben ist, ist es natürlich umso wichtiger, dass die Kinder auch mal ohne die Eltern was machen können, dass die Eltern auch mal Zeit für sich haben. Somit ist eigentlich so ein Freizeitangebot total wichtig.